TV Vorarlberg. Aktuell. Eine einzige Aussage bringt das Thema der heutigen Sendung bereits auf den Punkt. Die Aussage lautet: Daheim statt im Heim. Und nachdem im kommenden Jahr die Abschaffung des sogenannten Pflegeregresses geplant ist, wird für ältere Menschen die heimische, aber auch die Pflegebetreuung wichtiger denn je. Auch hier in Vorarlberg. Aus diesem Grund melden wir uns heute direkt aus der Verwaltungszentrale des Vorarlberger Betreuungspools hier in Dornbirn. Damit herzlich willkommen bei RTV Vorarlberg aktuell mit der Leiterin dieser Institution, Angela Jäger. Inwieweit werden denn nach der Abschaffung des Regresses die mobilen Unterstützungsangebote hier in Vorarlberg weiter verstärkt? Die Abschaffung des Pflegeregresses bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Grundsätzlich kann man aber sagen, einfach, dass wir hier in Vorarlberg sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, die Zusammenarbeit der ambulanten Dienste vor Ort funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Aber mit der Abschaffung des Pflegeregresses gibt es neue Herausforderungen. Die müssen in verschiedene Richtungen gehen. Es muss an der Qualität einfach der ambulanten Betreuung einfach weitergearbeitet werden. Also es geht hier um Verbesserung. Auf der anderen Seite geht es um den Ausbau, würde ich mal sagen, auch des gerontopsychiatrischen Dienstes. Beim mobilen Hilfsdienst, würde ich sagen, geht es darum, dass einfach mehr Menschen, mehr Frauen und Männer, die dort tätig sind, angestellt werden können und müssen. Es geht um den Ausbau der Tagesbetreuungsstätten. In Bezug auf den Betreuungspool, auch in Richtung 24-Stunden-Betreuung, muss man sagen, dass man auch hier weiter an der Qualität arbeitet. Und da sind wir auch dran. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe im Land, die die Qualität der 24-Stunden-Betreuung generell verbessern sollte. Aber man muss auch in Richtung Fördermodelle gehen. Ich denke mir, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Es braucht vor allem im Bereich der stundenweisen Betreuung zusätzliche Förderungen einfach. Und genau daher möchte der Vorarlberger Betreuungspool vor allem im Hinblick auf die geplante Abschaffung des Pflegeregresses im kommenden Jahr dazu beitragen, dass die betroffenen Menschen bis ins hohe Alter in ihrer gewohnten Umgebung leben können und jene persönliche Betreuung erhalten, die sie sowohl sich wünschen als auch benötigen. Denn für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen ist genau diese ambulante Unterstützung eine echte Alternative zum Heim. Und darum soll die Prämisse so viel wie möglich ambulant, so viel wie nötig stationär, auch zukunftstauglich bleiben. Qualitätsvolle Arbeit vor Ort beim Klienten heißt, dass es erstens einmal gut ausgebildete Mitarbeiter im Büro braucht. Wir haben mittlerweile schon 5 Diplom-Sozialbetreuer angestellt. Das heißt, es sind wirklich Fachleute, die sich in der Betreuung und Pflege sehr, sehr gut auskennen. Hier bedarf es dann zum ersten eine gute Gesamtabklärung der Betreuungssituation. Man muss gut hinschauen, welche Art der Betreuung ist zum gegebenen Zeitpunkt die richtige. Wenn es dann zur Vermittlung kommt, geht es darum, gut hinzuschauen, einfach welche Betreuungskraft passt zur Familie, welche Ausbildung braucht es. Und dann geht es in Richtung Begleitung. Auch hier müssen die Mitarbeiter des Betreuungspools einfach immer präsent sein. Einfach. Betreuerinnen gehören eingeschult. Es braucht die Zusammenarbeit mit allen ambulanten Diensten, der Hauskrankenpflege, die Zusammenarbeit mit mobilen Hilfsdienst, mit dem gerontopsychiatrischen Dienst, vor allem aber auch mit dem Case Management. Also es erfordert wirklich aktives Dabeisein beim Klienten. Zusätzlich kommt ja auch die Tatsache dazu, dass es im Land immer mehr alleinstehende Menschen gibt. Also die brauchen noch mehr Begleitung und Betreuung. Auf der anderen Seite müssen auch die Betreuungskräfte begleitet werden. Sie müssen geschult werden, es müssen Weiterbildungsangebote für sie da sein. Aber auch sie müssen auch im Alltag begleitet werden. Denn jeder, der schon einmal selbst betreut, gepflegt hat, weiß, wie anspruchsvoll diese Tätigkeit ist. Und da braucht es einfach auch Unterstützung für diese Betreuungskräfte. Und um genau diese Zusammenarbeit mit den einzelnen im Vorarlberger Pflegenetz tätigen Institutionen auch zu gewährleisten, muss vor allem die Kommunikation aufrechterhalten bleiben.
Denn aktuell arbeiten die Mitglieder des Betreuungs- und Pflegenetzes gemeinsam mit dem Sozialministerium Service sowie der Wirtschaftskammer an Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung. Außerdem soll die Kurzzeitpflege weiterentwickelt werden. Ja, bevor eine 24-Stunden-Betreuung einfach dann aktiv werden kann, braucht es mitunter einfach eine Zwischenphase vom Krankenhaus nach Hause. Also da ist die Kurzzeitpflege angesagt und diese muss einfach ausgeweitet werden, damit dann wieder gut zu Hause betreut werden kann. Man muss einfach sagen, die Menschen müssen wieder so weit sein, dass sie in den eigenen vier Wänden einfach weiter betreut werden können. Der Schlüssel für die Zukunft heißt für mich, gemeinsam miteinander Sorge tragen. Damit gemeint ist für mich, dass alle Dienste in diesem ambulanten Netzwerk sich gemeinsam Gedanken machen, wie kann die Betreuung zu Hause gut funktionieren. Es geht um dieses Zusammentragen von Wissen und Erfahrung. Und wenn wir das miteinander machen, dann können wir auch gut neue Modelle für die Zukunft entwickeln. Die geplante Abschaffung des Pflegeregresses im kommenden Jahr erfordert also eine Stärkung der mobilen Angebote auch hier in Vorarlberg. Das Wesentliche aber an dieser Thematik ist mit Sicherheit die Tatsache, dass wenn es um Menschenwürde geht, wirtschaftliche Aspekte niemals zählen dürfen. Denn man ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern man ist in diesem Fall auch verantwortlich für das, was man nicht tut. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein und damit gleich zu den aktuellen Meldungen des heutigen Tages. Morgen am Freitag, den 28. Juli, läuten österreichweit alle Kirchenglocken um 15 Uhr. 5 Minuten lang erinnern sie so an das weltweite Hungern und daran, dass heute kein Kind mehr an Hunger sterben müsste, so Caritasbischof Benno Elbs. Es ist eine der größten gemeinsamen Aktionen aller österreichischen Pfarrer. In Ostafrika sind aktuell 20 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Es sei ein Sterben, das man verhindern könne, erklärt Bischof Benno Elbs. Mit 25 Euro könne eine 6-köpfige Familie in Kenia eine Woche lang mit Lebensmitteln versorgt werden. Mit 60 Euro versorge man eine Familie im Südsudan einen ganzen Monat lang. Einen erfolgreichen Start in den Sommer hat Vorarlberg im Tourismus hingelegt. Das Ergebnis aus dem Vorjahr wurde laut Landesstelle für Statistik nochmals übertroffen. Im Mai und Juni 2017 haben 312.000 Gäste, das ist ein Plus von rund 7%, 896.000 Übernachtungen gebucht. Das entspricht einem Plus von fast 6%. Die österreichische Nationalfrauschaft gewinnt die Gruppe C der Frauen-EM und steigt damit mit 7 Punkten souverän ins Viertelfinale auf. Gestern Abend besiegte man die bereits ausgeschiedene Auswahl aus Island mit 3:0. Als Außenseiter ins Turnier gegangen, will man jetzt mehr. Das ist ein großartiger Tag für den Frauenfußball in Österreich und für den österreichischen Fußball insgesamt. Jetzt ist alles möglich, sagt Dominik Thalhammer, Trainer des Frauen-ÖFB-Teams. Alle aktuellen Meldungen des Tages für Sie wie immer kurz und kompakt zusammengefasst, gesendet direkt hier aus der Verwaltungsmetropole des Vorarlberger Betreuungspools. Was jetzt noch folgt, ist der ausführliche Wetterbericht. Ich verabschiede mich wie immer im Namen von Redaktion und Technik und wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und vor allem viel Vergnügen hier bei RTV Vorarlberg. Gestern Fußball geschaut. Heute früh Fußball geschaut. Am Nachmittag brasilianischen Fußball geschaut. Lampert, Fernsehen schauen, wann und wo du willst. Mit der TV-App Meine Welt unterwegs. Online und mobil bis zu 7 Tage Fernsehen nachholen und 30 Sendungen aufnehmen. Jetzt ab nur 3,90 Euro pro Monat. Alle Infos auf lampert.at. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Okay.
Heute stehen die Chancen auf sonniges Wetter schon etwas besser. Regenschauer bleiben eher die Ausnahme. Temperaturen knacken erstmals wieder die 20 Grad Marke. Regen gibt es erst wieder im Laufe des Abends. Diese können dann heftig ausfallen. Nach teils kräftigen Niederschlägen in der Nacht beruhigt sich das Wetter am Freitag im Laufe des Vormittags. Ab Mittag wird es dann meist trocken und am Nachmittag zeigt sich die Sonne. Das Wochenende startet mit einigen Restwolken, danach gibt es aber viel Sonne und sommerliche Temperaturen um die 27 Grad. Einzelne Gewitter in den Bergen sind nicht ausgeschlossen. Sonntags erwartet uns vor allem in der ersten Tageshälfte viel Sonne. Mit leichten Föhn erreichen wir die 30 Grad Marke. Die Gewitterneigung steigt gegen Nachmittag. Heiß startet dann auch die neue Woche, am Montag soll es 33 bis 35 Grad geben. Das Wetter bei RTV Vorarlberg. Mit freundlicher Unterstützung von wettering.at.